So verführe ich eine Frau richtig. Matthew Lovell, professioneller Flirt- und Dating-Coach und Bestseller-Autor von Frauenheld, erläutert, welche Basics zum Frauenerobern unabdingbar sind. In dieser Folge verrät der Experte, was man tun muss, um seine Auserwählte direkt von der Bar zu sich nach Hause einzuladen. Christian, derzeitiger Schüler des Flirt- und Dating-Coaches, versucht zunächst Nähe aufzubauen. Kennst du Spiele? Spiele? Ja. Was für Spiele? Zeig mal deine Hand. Also, pass auf, Mona. Hier ist ein Fluss. Mhm. Der ist total stark. Jetzt sind wir an einen Punkt angekommen, wo wir uns kennengelernt haben und wo man irgendwann das Gefühl bekommt, ich will dich näher kennenlernen. Ja, ich will intimere Dinge über dich erfahren. Das haben ja dann beide. Die sagen, okay, komm, lass mal woanders hingehen, ist so laut. Also man ist weg vom Smalltalk hin zu wirklich persönlichen Themen. Man geht eine Leiter nach oben sozusagen, eins nach dem anderen. Und man fängt ja nicht vom Ansprechen direkt zum Sex, sondern man kommt sich Stück für Stück näher und wird zärtlicher, man berührt sich, man streichelt sich, man küsst sich und dann kommt sich eben irgendwann immer näher, bis dann irgendwann eben die Spannung so stark ist, dass beide spüren, okay, wir haben Lust. Der letzte Schritt und der alles Entscheidende, warum die ganze Sache überhaupt begonnen hat, ist, dass der Mann die Frau verführt. Die Frage, die die meisten Männer jetzt stellen, ist, woher erkenne ich denn, dass eine Frau bereit ist, mit mir nach Hause zu gehen, für den ersten Kuss etc. Man sollte einer Frau nicht unbedingt sagen, ich will dich über alles, wobei ich dich gar nicht kenne. Das kommuniziert einen geringen Wert. Was man vielmehr machen sollte, ist, einer Frau ein gutes Gefühl geben und ihr sagen, ich finde dich super, ich lerne dich gerade kennen, du bist unglaublich, du hast eine mega Ausstrahlung, aber es reicht doch nicht, weil ehrlich gesagt, wenn wir jetzt beide Sex haben und ich kenne dich nicht oder ich weiß nicht, wer du bist, wie geht es danach weiter? Viele Männer haben nicht den Mut, ihr genau zu sagen, ich möchte dich jetzt mit zu mir nehmen. Das machen die nicht, weil sie Angst vor Zurückweisung haben, aber das braucht eine Frau in dem Moment, weil sie ist in einer viel unsicheren Situation und der Mann muss in dem Moment das Gefühl geben, dass es in Ordnung ist und dass es ihm nicht unbedingt darauf ankommt, dass jetzt was passiert, sondern dass man einfach noch mit ihr Zeit verbringen möchte. Weißt du was? Ich genieße es gerade total mit dir. Ich würde gerne noch Zeit mit dir verbringen. Okay. Was machst du da Abend noch? Jetzt ist der Moment gekommen, wo es um alles geht, aber eigentlich auch um nichts, weil es ist kein großes Ding. Hier ist es ganz entscheidend, dass man als Mann die Führung übernimmt und sich nicht irritieren lässt von der Frau, sich von diesem Weg abzubringen. Denn Frauen machen alles, um beide aus diesem Ding rauszuholen. Dann entführe ich dich jetzt. Wohin denn? Lass dich überraschen. Und dann nimmst du sie einfach an die Hand und gehst dahin mit ihr, wo du mit ihr hingehen möchtest. Aber nur, wenn du dich vernimmst.